أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، ترفع راية السنة، ترفع راية السنة. مسلمة من distance was ich glaube. Wir wollen hier, barakallahu fikum, friedlich leben mit den anderen. Und wir wollen hier, wir haben hier kein Ziel, deutsche islamische Republik zu gründen. Ja? Wir haben dieses Ziel nicht. Und wir wollen nur unsere Religion pflegen, wie man uns gesagt hat, dass man Religionsfreiheit hat. Und deshalb, wir stehen auch, wir haben auch unsere Meinungen. Aber das heißt nicht, dass man uns zwingt, unsere Meinungen zu ändern, solange wir unsere Religion praktizieren wollen. Aber das ist skandalös, dass Nicht-Muslime uns sagen, wir Muslime, was richtig und was falsch ist in unserer Religion. Die wollen uns sagen, das ist richtig und das ist falsch in unserer Religion. Subhanallah. Aber ihr kennt doch den Islam nicht. Ihr habt den Islam nicht studiert. Ihr seid keine Muslime. Dann wieso könnt ihr uns aufzwingen? Und indem ihr uns sagt, das ist falsch und das ist richtig. Subhanallah. Zum Beispiel bestimmte Sachen für uns sind falsch. Das ist unsere Religion. Wenn man sagt Religionsfreiheit, dann sollen wir das praktizieren dürfen. Solange wir nicht Schlechtes wollen. Ich habe gesagt, wir wollen hier Frieden. Wir wollen hier. Und Allah sagt das im Koran. Wenn sie Frieden wollen, dann sollst du dich beeilen für Frieden. Wir wollen hier gar nicht nur unsere Religion pflegen. Aber dass man uns sagt, was falsch und was richtig im Islam ist, Wallahi, das ist der größte Skandal aller Zeiten. Hat man sich eingemischt bei den Juden? Die Juden sind 71 Gruppierungen. Übrigens, ihr kennt das nicht vielleicht, ja? Die Juden, die sind verschiedene Gruppierungen, auch hier in Deutschland. Die sind nicht alle eine Gruppe. Okay, hat man sich eingemischt bei den Juden? Er hat gesagt, die sind richtig und die sind falsch und die Juden sollen das machen und das machen? Nein. Okay, die Christen. Wie viele Kirchen gibt es hier in Deutschland? Wie viele Gruppen von Christen gibt es hier in Deutschland? Hat man sich eingemischt und da hat man gesagt, das ist falsch und das ist richtig? Okay, dann wieso bei uns Muslime? Weil wir schwach sind? Wieso bei uns Muslimen will man uns sagen, ja, das ist extrem und das ist moderat. Möge Allah uns bewahren. Was ist extrem? Und was ist moderat? Extremismus heißt, dass man von den Leuten mehr verlangt, als was Allah und sein Prophet von ihnen verlangt haben. Das ist eine Seite. Und Extremismus heißt auch, dass man so untertreibt, dass man die Grenzen des Islam verlässt. Und beide sind falsch. Ein Extrem ist ganz recht. Und ein Extrem ist ganz links. Ein Extrem ist übertreiben, ein Extrem ist untertreiben. Und beide sind falsch. Aber wieso? Extrem untertreiben, ja? Kein Problem, ein Muslim, der macht alle Sünden, was im Islam sind. Der ist moderat und gut. Aber ein Muslim, der sagt, nein, ich halte mich an meine Religion, sagt man extrem. So, aufpassen, barakallahu fikum. Was haben die beiden Themen miteinander zu tun? Ich sage euch. Weil manche Muslime unter uns, die denken, wenn du sagst, das ist meine Religion, so sagt Allah, so sagt der Prophet, dann was machen die anderen? Die kritisieren dich. Sagt man, ja, der gibt schlechtes Bild über Islam. Nein, nicht so sein. Okay, wenn wir gelobt werden, der Innenminister hat mich gelobt vor ein paar Tagen. Was heißt das? Was heißt das? Die Leute haben, wie viele Minuten haben sie geklatscht? Zwei Minuten, tak, 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 tak. Und dann habe ich meine Karten verteilt. Ich hatte keine Karten mehr. Und fast Autogramme gegeben. Barakallahu fikum. Aber was nutzt uns das? Deshalb, meine Empfehlung ist, dass du fest bleibst auf deiner Religion.
und dass du weißt, die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Und wenn du gegen die Wahrheit was machst, am Ende verlierst du. Allah braucht uns nicht. Allah braucht uns nicht. Braucht unser Gebet nicht. Aber wir brauchen Allah. Wir brauchen seine Barmherzigkeit. Wir fürchten seine Strafe. Wir brauchen ihn. Wenn wir aber das verfälschen und verändern, was er uns gegeben hat, dann wird er uns die Gabe wegnehmen. Und wenn er das macht, dann haben wir, barakallahu fikum, gar nicht. Willst du deine Probleme loswerden? Willst du ein schönes Leben führen? Dann ist das das Leben mit Erwähnen Allah. Das Leben mit Anbeten Allahs. Das Leben mit Dienen Allah. Das Leben, dass du gut bist und dass du die Leute gut behandelst. Und ein Muslim ist derjenige, der sich ergeben hat. Der sich Allah ergeben hat. Und derjenige, der die Leute in Frieden lässt. Die Leute bleiben verschont von seiner Hand und von seiner Zunge. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und von uns und von euch annehmen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Uhibbullaha wal Islam wal Qur'an wal Jannah. Uhibbu jahabil al-Iman. Tarfu'u rayat al-Sunnah. Tarfu'u rayat al-Sunnah.